Ja, wasserstoffangereichertes Wasser. Braucht man das oder nicht? Hi, hier ist Matthias von der Praxis Family. Heute geht es mal um dieses Thema. Das wasserstoffangereicherte Wasser oder H2-Wasser. Ist es nötig? Ist es nicht nötig? Welche Vorteile bietet das Ganze? Ich kann gleich vorab schon sagen, es ist genial. Man braucht es nicht unbedingt zum Überleben, aber wenn man das mitnutzen kann, ist es ein riesen Mehrwert. Ich persönlich nutze das jeden Tag, um mich ganz einfach gesund zu halten, um präventiv dafür zu sorgen, dass bestimmte Probleme nicht entstehen. Wir reden gleich noch drüber und vor allen Dingen, ja, um so eine Art Longevity, Langlebigkeitstraining zu machen, dass mein Körper möglichst lange, möglichst gesund bleibt. Also Biohacking in Anführungszeichen. Okay, aber was hat es damit auf sich? Beim Wasserstoff per se ist normalerweise gebunden in Wasser. Ne? H2O, das kennen wir. Und so kommt es in den Körper und mit bestimmten chemischen, biochemischen Vorgängen wird das im Körper dann aufgelöst und wird getrennt voneinander und der Körper nimmt sich dann das Wasserstoff, das er braucht, und das Sauerstoff kommt woanders hin und damit werden die ganzen Prozesse im Körper gemacht. Wasserstoff hat verschiedene wichtige Prozesse. Einmal ist es wichtig für die Mitochondrien, die unsere Energie herstellen. Heißt gleichzeitig, wenn wir zu wenig Wasserstoff haben, haben wir auch zu wenig Energie. Zum anderen ist es aber auch wichtig bei oxidativem Stress. Und das ist eben das Problem, wenn unsere Zellen stark unter Belastung liegen von Umwelteinflüssen, von Stress, von Giften, dann kann es sein, dass da mehr oxidativer Stress entsteht und wir einen höheren Bedarf an Wasserstoff haben, vielleicht so hoch, dass wir den gar nicht mehr durch Wasser oder durch die körpereigene Produktion vom Wasserstoff decken können. Also das kann auch passieren. Es ist aktivierend fürs Immunsystem. Es hilft der DNA, dass sie bestimmte Prozesse besser macht, dass sie bestimmte Bereiche eher abliest als andere Bereiche. Also es hat einen sehr, sehr hohen Impact, vor allen Dingen innerhalb des zellulären Systems. Und hier ist ein ganz wichtiger neuer Punkt. In der Wissenschaft wird das gerade immer mehr und mehr diskutiert und untersucht. Das ist dieses Schlagwort schwerer Wasserstoff und Deuterium. Schwerer Wasserstoff ist ganz einfach Wasserstoff mit zwei Atomkernen, ganz einfach gesprochen. Und das Problem ist, dass das den Körper belastet. Er kann nichts damit anfangen. Es blockiert die ganzen Systeme und es muss eigentlich raus aus dem Körper. Das schafft er auch normalerweise, aber mit bestimmten Stress, den er haben kann oder bestimmten Mängeln, die herrschen können, schafft das eben nicht mehr richtig. Und jetzt leben wir nun mal 2024. Das heißt, wir haben einen relativ hohen Stresspegel, allein schon durch Elektrosmog, durch die Arbeit, durch die Ereignisse um uns herum, durch Gifte, die auf uns einschießen und so weiter. Also es gibt einfach hier einen sehr hohen Stresspegel, der dazu führen kann, dass die ganzen Systeme nicht mehr optimal funktionieren, weil wir vor allen Dingen auch an Nährstoffen verarmen, unter anderem durch diesen Stress. Okay, was machen wir jetzt? Am besten ist wirklich dann, dem Körper extra Wasserstoff zuzuführen. Und hier gab es wirklich viele hinreichende, gute Untersuchungen und Studien, die gezeigt haben, dass bestimmte Krankheitsbilder, ja, ob es Diabetes war, metabolisches Syndrom oder Rheuma oder Psoriasis oder. Also unterschiedlichste Krankheitsbilder wurden besser, wenn die Probanden regelmäßig wasserstoffangereichertes Wasser getrunken haben. Und das ist sehr interessant. Das ist natürlich immer der Hintergrund, der logische, ja, diese Krankheiten entstehen, weil die Zellen nicht mehr optimal arbeiten können, weil das Immunsystem nicht mehr richtig arbeiten kann, weil die Mitochondrien nicht mehr richtig funktionieren. Deswegen entstehen dann die Probleme, je nachdem, wo das Ganze stattfindet. Aber das ist doch schön zu sehen, dass man damit unter Umständen eine relativ einfache Lösung hat, dem Körper zu helfen. Und das sollte man meiner Meinung nach nicht unversehen lassen, auf jeden Fall mitnehmen. Okay, wie kann man das jetzt machen? Wie stellt man wasserstoffangereichertes Wasser her? Wie bekommt man das? Wo kann man das kaufen? Es gibt drei Varianten. Die erste Variante ist, wasserstoffangereichertes Wasser zu kaufen. Kriegt man relativ schwer. Wenn man es kriegt, ist es teuer, ist schwer zu transportieren. Ist eher die ungünstigste Variante. Das zweite ist, es gibt Wasserstofftabletten, mit denen man Wasserstoff anreichern kann. Das ist schon wieder geschickt. Das ist ganz gut. Man nimmt ein Wasserglas, haut es da rein, löst sich auf, dann kann man es trinken, dann hat man seine Portion wasserstoffangereichertes Wasser. Das ist okay. Das kann man machen, muss man aber diese Tabletten kaufen regelmäßig. Und das Letzte ist, und das finde ich persönlich am besten, das ist so ein kleines Ionisierungsgerät, ein Generator. Das ist so ein kleiner Zylinder, den man sich irgendwo in die Küche stellen kann. Da passen so 300, 400 Milliliter Wasser rein und das reicht auch als Portion zum Trinken. Und
Dieses kleine Gerät funktioniert tatsächlich meistens mit Niedrigstrom. Also man kann es im Aufladen einfach an der Steckdose, da ist ein Akku drin und dann kann man den Stecker wegnehmen. Dann hat man das echt nur diesen Zylinder, den man rumträgt. Das ist super einfach, hält lange. Da kommt Wasser rein, dann drückt man auf den Knopf, dann dauert es 1-2 Minuten und dann ist das Wasserstoff angereicherte Wasser fertig, trinken und gut. Ich mache das morgens immer nebenbei. Das erste, was ich mache, in die Küche, Wasser in das Ding anmachen, dann mache ich meine anderen Dinge, bis es fertig ist. Dann kann ich mir das reinhauen und dann habe ich mein gesundes Wasser getrunken. Diese Geräte gibt es von verschiedenen Herstellern. Es gibt teilweise sehr billige Hersteller, die wir nicht so empfehlen würden, weil einfach da unklar ist, wo kommen die Baumaterialien her, wie viel Gift kommt vielleicht noch ins Wasser mit rein durch die Elektrolyse, die stattfindet. Das ist eher ungünstig. Dann gibt es hochpreisigere, die sind so im Bereich 400-500 €. Das ist okay, sowas kann man nehmen, wenn man sich das leisten möchte. Die haben oft noch allerlei andere Gimmicks dabei, mit Frequenzen wird das Ganze angereichert oder mit irgendwelchen Lichtphotonen. Sowas ist schön. Und es gibt so ein Mittelsegment, das ist das, was ich empfehle. Das ist von BioPure, auch so ein Zylinder, liegt im Preis so um die 200 €. Und das kann man tatsächlich sehr gut und einfach verwenden. Das ist eine sichere Qualität. Klinghardt approved, er hat das getestet, Dr. Klinghardt. Und das ist was, was wir schon seit vielen Jahren nutzen tatsächlich. Kommt in einem schönen Glaszylinder und kann man sich bestellen. Wir werden das hier unten drunter verlinken für diejenigen, die das gerne möchten. Okay, ihr Lieben, bleibt gesund und sorgt dafür, dass ihr möglichst lange lebt. In dem Sinne, liebe Grüße. Ciao, der Matthias.